Ist ja mal wieder schön, dass ich keine Ahnung habe. Ah, nee, hier müssen wir nicht hin. Ja, das hat er da auch schon. So. Geld brauchen wir nicht. Geld brauchen wir nicht. Die wollen nichts. Nö, okay, dann nicht. Ja, gut. Okay, dann was als nächstes. Wenn ich mal wieder überhaupt keinen Schimmer habe, ist jetzt echt nicht so leicht. Dann können wir jetzt vielleicht zur Lohnlohn fahren, aber hier haben wir noch nichts Besonderes jetzt gemacht. Von daher vermute ich mal, nö. Oh. Komm. Nein, kein Geld, kein gar nichts. Nein, sie steht immer vor der Tür. Ich hatte irgendwo doch gesehen, dass einer noch so ein Fragezeichen im Kopf hatte, aber wer war das noch gleich? Ah, warte mal, den kenne ich noch nicht. Oder? Ich bestelle jeden Tag das Feld und dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden, Baby. Ah, warte mal. Was ist mit dir? Willst du Fragmente vereinen, Baby? Okay. Ich habe leider nicht das Richtige. Was? Du willst nicht, Baby? Und du? Du auch. Oh, du hast nur so einen komischen Bart. Rock'n'Roll, im Feld sind Fragmente versteckt. Yeah! Ja, ich will Fragmente vereinen. So, ah, da haben wir sowas für dich. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Yeah. Mal schauen, wo. Da gehen wir jetzt nicht extra hin. Nein. Oh. Passend perfekt. Yeah. Oh, let's rock. Ich kann leider nicht umgraben. Von daher tut's mir wohl oder übel ein wenig leid. Dann muss ich wohl noch ein paar mehr Fragmente finden. Das ein grünes. Was hatte er noch? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich bin so ein verbeilter Nübi, dass ich sowas immer wieder vergesse. Ja. Hallo? Hä? Wieso kann ich denn ihm jetzt nicht mehr sein Glücksfragment? Ich will doch wissen, was für ein Fragment. Hallo? Geht nicht mehr. Das finde ich jetzt irgendwie gruselig. Hey! Es geht nicht. Aus irgendeinem Grund geht's nicht mehr. Der hatte doch vorne noch ein Fragezeichen über dem Kopf. Ist das jetzt ein Bug oder ist das irgendwie Absicht? Auf jeden Fall ist es seltsam. Gut, dann gehen wir mal hier weg, einfach mal aus Jux und Dollerei. Oh! Der war vorhin noch nicht da. Wer bist du denn, mein Freund? Grüne Mütze, grünes Outfit. Bist du vielleicht eine Fee? Wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe ein Glücksfragment. Du auch? Wollen wir Fragmente vereinen? Du willst Fragmente vereinen? Dann probieren wir. Das habe ich sogar. Genial. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Tinkel. Okay, was passiert jetzt? Ist jetzt gleich eine Höhle? Da gehen wir gleich mal hin. Ja, sie passen perfekt zusammen. Jetzt kann ich eine Fee werden.
Ja, garantiert. Und ich bin keine Fee, du. Naja. Oh, mein Rücken. Ich sitze viel zu krumm. Das Schöne ist echt, dass wenn man wirklich nicht weiß, was man tun kann, wenigstens noch ein paar Fragmente vereinen kann und die Sachen einsammeln kann. Das ist zwar jetzt nicht besonders großartig, aber es hilft. Ah. Glücksfragmente erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Und nü habe ich da vorher gemacht. Ah, okay. Man muss anscheinend alle vier entflammen, um in der Mitte das aufzumachen oder so. Gut, dann werden wir versuchen, auch noch die anderen zu finden. Das heißt, immer Leute mit Fragezeichen versuchen, das Glücksfragment anzudrehen. Was haben wir denn vorhin für ein Fragment gefunden? Ein rotes war das. So ein ganz eckiges. Also das Erlegen ist unten. Wo habe ich denn vorhin noch einen gesehen mit so einem Fragmente-Ding? Warte, ich glaube links in irgendeinem Haus. Ah, ich muss das Mikro anders hinstellen. Das ist echt ein bisschen nervig gerade. Ah! So. Ich hoffe, dass es so besser ist. Nee, irgendwie nicht. Na, so. Nu aber. Ich meine hier in dem Haus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Doch, er war's, genau. Fragmente für einen, ja. Gut, mal sehen, ob sie passen. Ja, genau für ihn habe ich das jetzt. Perfekt. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Yeah. Wieder da oben hoffentlich. Nee, da unten. Was passiert da? Was ist das? Ah, da kann man jetzt in die andere... Ja, genau. Dankeschön. So. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt uns zum Fortschritt... Also zu unserem Fortschritt irgendwie weiterhilft. Aber auf jeden Fall will ich es mal ausprobieren. So, wir sind jetzt in einem Haus und haben wieder ein Glücksfragment gefunden. Und noch eins. Das könnte gut sein, weil vielleicht brauchen wir die für irgendwas Besonderes. So. Na sowas, Besuch. Eine seltene Ehre. Wie bist du überhaupt hierher gelangt? Ich hab mich gebeamt. Das ist die Wahrheit. Wie bist du? Keiner glaubt mich. Habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. Vielleicht können wir ihn ja, den ja austreiben. Oh ja, verdammte Scheiße. Wer hätte gedacht, dass Opa Gasto krank wird? Er wäre immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen besessen. Ja, ich sehe es ja auch. Glücksfragment erhalten. Yes, sir. Gut, wir haben ja einen Top. Da können wir sicher einen Geist mitfangen, oder nicht? Als ich jung war, nannte man mich Gasto den Windstoß. Ich war fest wie ein wenig... fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich irgendwie so schwer. Ich kann nicht aufstehen. Na komm. Geht doch. Wer hätte das gedacht? Ah ne, wer hätte das gedacht? Opa sieht schon viel besser aus. Wie soll ich nun dir nun danken? Ich hätte nie gedacht, dass er wirklich von einem Geist befallen sein könnte. Was? Ich war von einem bösen Geist befallen und du hast ihn vertrieben? Ah, meine Kräfte sind wieder da. Bald kann ich wieder aufstehen. Dein Name ist Link, ja? Du hast mich gerettet. 100 Mysterium-Muscheln erhalten. Toll. Großartig. Wer hätte das gedacht? Opa sieht schon viel besser aus. Wie soll ich dir nur danken? Ich hätte nie gedacht, dass du wirklich von einem Geist befallen. Ja, ja.